So, hallihallo. Titel könnt ihr alle schon lesen, ne? Geht um Migration zu Proxmox mit minimaler Downtime. Wir gehen jetzt nicht auf Basics ein, was ist Proxmox, wie funktioniert Proxmox. Auch die anderen Hypervisor gehen wir nicht auf Basics ein, das sollte jeder wissen. Und alle, die im Mittelstand irgendwo unterwegs sind, es geht ja, das ist so mein Klientel, der Mittelstandskunde, der hat eine Angst, hat einen Pain. Ja, dass er vielleicht einen Hypervisor wechseln würde, auf Open Source gehen würde, aber so eine Migration ist immer gerne mal, wenn andere Leute es erklären, mal ein, zwei Tage Downtime. Das will keiner, das wollen wir alle nicht. So, und hier wird mal gezeigt, dass es auch anders geht. Erstmal zu mir. Ne? Der hübsche Junge hier ist Freiberufler, IT-Dienstleister, Berater. Meine Kunden sind hauptsächlich Mittelstand, Business. So, was mache ich alles? Hauptsächlich Server-Virtualisierung, angefangen 2006 mit vSphere, also VMware, Hyper-V 2012 dazu, seit 2019 mache ich jetzt auch Proxmox, Storage, Netzwerke, Backup, das ist so mein Sweet Spot. So, Migration zu Proxmox. Wie funktioniert denn das? Ja, es gibt einmal eine offizielle Doku, ein Wiki. Das Wiki von Proxmox ist sehr gut, aber leider ist das nur, sagen wir mal, 8% der Wahrheit. Und dann zeige ich einmal eine simple Migration von Hyper-V zu Proxmox. Das ist wirklich der Easy Way, ja, und der ist auch einigermaßen gut beschrieben im Internet. Dann gibt es einen Weg von vSphere. Dazu findet man Teile im Internet, aber so richtig nichts, was funktioniert. Und dann gibt es dann nochmal mit Trick 17, von hinten durch die Brust ins Auge, wie man von Hyper-V oder auch anderen Hypervisern mit Hilfe von Tritt-Tools sich eine Migration mit minimaler Downtime hinbekommt, wo es eigentlich mit Standard-Tools nicht geht. So, gut, das ist die Folie von meinem Workshop. Fragen zu anderen Hypervisern fallen aus. So, die offizielle Doku von Proxmox. So, wenn ich physikalische Geräte habe, physikalische Server, Clients, die sagen, nimm CloneZilla oder VMware-Converter, lass mal so stehen. Bei VMware schlagen die vor, mach ein OVF-Export und Import. OVF ist Open Virtual Machine Format, das heißt, es ist ein offenes Format, womit eigentlich jeder Hypervisor klarkommt. Man exportiert eine Maschine, man importiert die. So, jetzt gehe ich zu meinem Mittelstandskunden, der hat einen 10 TB File-Server vor allem und sage, ja, leg dir mal um einen Server mit 10, 20 Terabyte hin, dann exportiere mal 10 Terabyte und importiere die mal mit einem anderen Hypervisor. Ja, übermorgen sind wir fertig. Nein, das machen wir nicht. So, Hyper-V sagen die, nutzt QEMU Image oder solche Tools. Ja, das machen wir auch, das zeige ich auch einmal ganz, ganz kurz. Und Xen wird hier vorgeschlagen, OVF-Export. Bei Xen ist, muss ich sagen, ist das tatsächlich der einzig einigermaßen funktionale Weg, liegt aber nicht am Proxmox, sondern am Xen. Und andere Linux-basierte Tools wird empfohlen, mit DD zu arbeiten oder so. Kann man machen, ja. So, jetzt gibt es eine Live-Demo. Ja, mit freundlicher Unterstützung von Primeline, die sind da unten, da kann man unten mal an den Stand gehen, ein bisschen erkundigen, die haben ja jetzt kostenlos in ihrem Lab richtig coole Hardware hingestellt, dass ich euch was zeigen kann. So. Ja, geht nicht. Geht. Kann man was erkennen? Schlecht, ne? Ja, Browser ist nicht das Problem, das kriegen wir hin. Okay, man kann ein bisschen was erkennen. Okay, wir machen es mal. Ich bin ja der Freund vom Dunklen. Wir machen mal. Sieht man es jetzt besser? Jetzt sieht man es besser, oder? So. So, ich habe mal was vorbereitet. Ein Proxmox-Server installiert. Da läuft jetzt auch eine. Hier sind noch ein paar VMs, die wir schon umgezogen haben in meinem Workshop vorhin. Lassen wir mal liegen, ignorieren wir.
Ich habe hier einen ESX-Host, da ist auch schon ein bisschen gespielt, die Spielwiese drauf, was wir vorhin getestet haben. Aber hier laufen auch noch VMs, die wir migrieren wollen, oder eine beispielhaft wenigstens. Und ich habe nochmal einen Hyper-V-Server, da läuft auch noch hier ein Windows, den wir migrieren wollen. Und ich habe hier auch noch einmal Veeam Backup als Tool der Wahl, um ein bisschen zu tricksen. Ja. So, wir zeigen mal das ganz simple Setup von Hyper-V. Wenn ich Hyper-V einen VM habe, habe ich die ja irgendwo in einem Ordner der Wahl. Bei mir ist es hier auf Volume V, das oder Ordner Data. Lege ich da ganz normal einmal einen SMB-Share ein, also ganz normal eine Freigabe. Ja, die Freigabe heißt einfach Data bei mir wieder. Und da erlauben wir einfach mal Zugriff. Und das Ganze habe ich dann alles vorbereitet in meinem Proxmox, bei den Storages mit dem Namen SMB, weil es eine Samba-Freigabe ist, SMB als SMB angelegt. Ja, Ordner MNT, PVE, SMB. So, der Vorteil ist, ich habe jetzt ich kann direkt auf denselben Store zugreifen, wo Hyper-V ihre VMs hat. So, jetzt gehen wir hin. Das Hexenwerk ist das folgende. Wir nehmen jetzt mal das Linux, das habe ich gerade schon runtergefahren. Wichtig, die VM muss aus sein. Logisch, zur Konsistenz sein und wenn solange sie offen ist, darf noch einer zugreifen, funktioniert nicht. Also VM runterfahren und was man vorher machen sollte, sich einmal die Konfiguration angucken, wie viel RAM habe ich, CPUs und so weiter. Ganz wichtig bei Hyper-V, guckt hier unten, was für eine Generation ist das. Generation 1 VMs sind immer BIOS-Boot und Generation 2 VMs sind immer EFI-Boot. Das sollte man wissen. Okay, wir gehen jetzt mal hin, legen hier einmal eine neue VM an und nennen die jetzt mal WinHV für Windows Hyper-V. Brauchen wir eine neue Maschine. Wir wollen nichts installieren. Ach nee, ich habe zwar ein Linux runtergefallen, ne? Wir machen Linux. Ja. Zack, ist ein Linux-Kernel. Jetzt müssen wir aufpassen, unbedingt EFI-Boot. Keine EFI-Disk anlegen, weil wir haben Hyper-V oder vSphere, haben wir keine extra EFI-Disk. Das ist einfach eine Partition auf der ersten Disk, ist sowieso schon die EFI-Partition. Sparen wir uns, brauchen wir nicht. So, hier die Disk können wir uns sparen, brauchen wir nicht. Die hängen wir aus. Haben wir gar keine Disk. CPU, wir geben hier noch ein paar Cores. Ich empfehle immer, das Modell Host zu nehmen für maximale Performance. Eigenes Thema. Kann man mich gerne ansprechen, warum, wieso, weshalb. Geben der Kiste ein bisschen RAM. Und für unser Testserver brauchen wir keine Firewall. Nicht einschalten. So. Und jetzt kommen wir nicht drum rum. Auf die Kommandozeile gehen und dann gehen wir einfach auf den cd/etc so. Wenn wir mal schauen, sieht man das überhaupt? Oder soll ich ein bisschen größer machen? Ich glaube, ich bin ein bisschen größer, ja. Moment. Ja, genau. Ich bin hier. So. Behaviors. Change. Für Blinde. So, für Blinde. Change settings. Appearance. So, Colors. Wo sind die Colors? Hier. Unterster. Noch ein Stückchen höher. Das hier? Ach so. Ja. Ach hier, was ist denn Colors?
So, okay. Na gut, machen wir weiter. So, jetzt habe ich hier meine Virtual Machine und dann gehe ich einfach in den Ordner CT Hyper-V Linux. So, und hier drin habe ich meine VHDX-Datei. So, und das ist die Virtual Disk. So, da gibt es einen ganz einfachen Befehl, qm import disk, ja. Dicke Finger. Dann gebe ich die ID ein. Nein, was war das? 6? Ne, 105, okay. 105. Also, wohin möchte ich importieren? Sage dann, da muss ich leider den kompletten Pfad nochmal eingeben. Ja, das war ein Leerzeichen zu viel. Und dann zum Schluss muss ich noch sagen, wohin soll das? Ja, ich habe ja irgendwo einen Data Store angelegt. Bei mir ist das, damit ihr es mal gesehen habt, auf meinem Proxmox habe ich einen Data Store namens Data, ein ZFS, mein Ziel. Kann auch Ceph-Klasse sein, was auch immer, das ist vollkommen egal. Und dann, das ist die simple Config, das ist die simple, jetzt importiert das. So, jetzt fängt er an hier, kopiert die 50 GB einmal rüber. Ja, geht auch einigermaßen zügig. Wir haben 100 GB Netzwerk. Ja, und dann, wenn das alles rüber migriert ist, also bei so kleinen virtuellen Maschinen kann man das ja tun. Ja, ich habe mal 50 GB, ich habe mal 100 GB VM, die 2-5 Minuten Downtime fürs Migrieren. Wenn ich 50 Netzwerk habe, kein Problem. Ich zeige später mal, wenn ich dann so den großen, mehrere Terabyte großen Server habe, wie man es dann machen könnte, weil das wollen wir dann nämlich nicht, weil das würde nämlich ziemlich lang dauern. Und jetzt zum Schluss, wenn er fertig ist, sagt er uns auch, dass die Disk, wie die heißt, und dass sie angehängt ist an diese VM und dass sie unmounted ist. Ja, als unused 0. Das heißt, ich gehe mir auf meine 5 und sehe bei der Hardware-Konfiguration eine unused Disk. Das ist die importierte. Und da machen wir einen Doppelklick einfach drauf. Sagen, okay, ich will die als SCSI einhängen, ist das mal egal, andere Einstellungen interessieren mich nicht. Und jetzt ganz wichtig, der startet nicht davon. Ja, nicht vergessen, die Bootreihenfolge ändern. Ja. Wir wollen hier davon starten. So. Und dann ist einfach einschalten, glücklich sein. Bin eigentlich schon fertig. Das Ding ist migriert, liegt auf dem Ziel-Storage-System, also Ziel-Storage, wo ich es final haben möchte. Funktioniert. Migration fertig. Das ist einfach, easy, funktioniert. So. Das war zu einfach. Es geht auch komplizierter. So, wir haben ganz viele im Mittelstand, die haben viel Geld ausgegeben, haben sich dann irgendwann mal so eine VMware vSphere-Lösung gekauft. Oder manche haben auch nur einen einfachen ESX-Server ohne vCenter und so weiter. Da ist halt wichtig, wenn ich schnell migrieren möchte, brauche ich einen vCenter-Server. Das ist einfach eine virtuelle Maschine, die dann hier diese ganze Verwaltungsoberfläche zur Verfügung stellt. Kann man einfach runterladen und 90 Tage testen. Und die 90 Tage Test reichen im Regelfall aus, zu migrieren. Wenn nicht, dann ja. Aber eigentlich soll das zum Migrieren vollkommen ausreichen. Braucht man sich um Lizenzen nicht kümmern, weil man hat ja einen Testzeitraum. So, das heißt, wie ist denn nochmal angelegt, SX-Host hinzugefügt, sehe hier meine virtuelle Maschine und dann möchte ich jetzt mal bei den VC Linux auch migrieren. Windows zeigen wir gleich nochmal. Dafür habe ich mal etwas gebaut. Und zwar habe ich auf meinem, habe ich auf meinem Proxmox habe ich einen ZFS-Speicher. Und auf diesem ZFS habe ich, man sieht es hier, habe ich einen Ordner data/share angelegt und habe da einen NFS-Export draus gemacht. Ich kann da auch jedes beliebige andere Gerät nehmen. Ich kann auch einen
andere Storage nehmen oder was auch immer. Also wenn man eh ein ZFS hat, ist das das simpelste Setup. Ich mache einfach aus meinem ZFS einen Export, NFS, weil ich brauche für vSphere-Migration einen NFS-Speicher. Weil das ist das, was alle sprechen können. Das Netzwerk-File-System. Und den hier, den machen wir auch mal. Ach nee, hat der? Ich glaube, das könnt ihr besser sehen, ne? Ja. Dann gehe ich hin und dann kann ich sagen, hier meine VM. Ja. Ne, der liegt. Ah, der liegt noch auf ZFS. Dann nehmen wir mal Windows. Fahren wir dem. Den können wir im laufenden Betrieb, der liegt jetzt derzeit auf meinem Festplatte auf Data. Hier steht Data. Ne? Auf diesem Data Store lokal liegt die VM. Da gehe ich dann einfach hin, sage migrieren und sage nur den Speicher ändern. Dann werden nur die Disks migriert und sage, ich habe hier meinen NFS-Speicher, ne? NFS V3. V4 macht Probleme bei vSphere in Verbindung mit Proxmox, deswegen bitte NFS 3 nutzen, reicht vollkommen aus. Den habe ich ZFS genannt, weil es von meinem ZFS kommt. Dann sage hier, migriere mal hin. Dann schiebt der im laufenden Betrieb schon mal die Maschine rüber. In der Zeit gucke ich mir an, wie ist die denn konfiguriert, wie viel RAM, CPU, habe ich vielleicht noch USB-Geräte durchgereicht, muss ich dann was beachten. Gucke ich mir jetzt an. Und dann, ganz wichtig, vSphere oder VMware hat bis Version 6.7 defaultmäßig BIOS gemacht und dann irgendwann kam der Wechsel, dass man defaultmäßig EFI macht. Muss man gucken, wie alt ist die VM am besten, unter VM-Optionen gucken. Da gibt es unter Start-Optionen, sieht man dann hier, steht hier, was man ganz schlecht erkennt, weil es ausgegraut ist, EFI oder BIOS. Hier steht EFI, okay, das ist eine EFI-VM. Das ist ganz wichtig, muss ich beim Einlegen der VM beachten. Sonst bootet er nicht. Ja, machen wir eine neue VM, 106, das ist dann hier Win von ESX. Das Kind hat einen Namen, kein Media, das ist jetzt ein Windows. Und da es ein Server 22 ist, schlägt er mir auch schon EFI vor. Weil ein Server 22 will das nicht anders haben. Also, TPM brauchen wir nicht als Virtualmaschine. Next. Dann lassen wir das mal. Wir legen mal spaßeshalber, um das uns ein bisschen einfacher zu machen, auf dem Ordner Share mal eine IDE-Disk an. Ja. IDE hat einen ganz wichtigen Grund, den zeige ich euch später nochmal, warum IDE bei Windows. Und mache da schon mal eine VM-Dekan raus. Weil ich bin ja faul. Ne? Wir wollen nicht alles von Hand tippen. Man kann ja auch mal einfach ein paar Sachen einfach nutzen, wie sie da sind. Ja. So, ein bisschen Rahmen. Wir haben es ja. Gut. So, wir haben eine Maschine erstellt. Ja, das Wichtige, nicht starten. Einfach nur anlegen. So, eine generierte Maschine. Hat einen Ordner angelegt. So, schauen wir mal. Hat er den schon migriert? Ja, der Task ist abgeschlossen. Ja, Maschine ist umgelagert. Ist auf NFS. So, dann kommt hier, ne, Downtime angekündigt. Jo, jetzt ist Downtime. Dann sage ich hier Stromversorgung, ja, runterfahren. Fahren wir das ganze Kit runter. Kurz warten. Warten, bis es aus ist. Ganz wichtig. Sonst gibt es Trouble. So, ist aus. Dann gehen wir hin. Müssen wir leider wieder den Umweg machen über die Command Line. Und da sehen wir jetzt einen Ordner, vSphere Win. Der kommt von VMware, den hat VMware da angelegt gerade. CD vSphere-Win. Und da habe ich jetzt eine Flat-VM-DK und eine VM-DK. Ich zeige mal kurz den Unterschied. Warum, wieso? Weil wir denken ja, wir haben ja nur eine VM-DK. Na, Pustekuchen. Diese VM-DK selbst hier ist nämlich nur 619 Byte groß. Das ist nur eine Beschreibungsdatei, Description-File. Das wird nachher nochmal ganz wichtig, das Thema. Aber die hängt immer zusammen mit einem Flat-File. Das ist 100G, das ist die echte Disk. Ja. So. Und da wir ja eh auf einem NFS sind und wir
Linux sind, da kann ich einfach sagen, also eigentlich wäre es ganz einfach jetzt zu sagen, komm, häng einfach die VMDK ein in die VM. Geht nicht. Da ist meistens Proxmox leider ein bisschen Steine im Weg und sagt, nö, machen wir nicht. Du musst unbedingt in einem Ordner slash images slash ID der VM, da müssen die Dateien liegen. Alles andere nehmen wir nicht. Ja, okay, dann leben wir halt damit. Move Sternpunkt VMDK. Wir bleiben beim selben Data Store. Ist Move einfach nur Zeiger ändern. Aus diesem Ordner raus in den Ordner Images. Und das war die 106. Wo wir da hin? Also gehen wir da auch mal dahin. Images und die 106. So. So, wir haben jetzt gut, die CTK-Datei, die ignorieren wir einfach, weil das ist, das braucht die VMware. Das ist das für die es nicht kennen, das ist Change Tracking, das heißt, da lockt VMware mit, welche Blöcke wurden dann geändert, seit das ist ein Backup zum Beispiel. Ja? So. Brauchen wir nicht, interessiert uns nicht. Jetzt wäre es wieder so einfach zu sagen, komm, nimm wie es hier Win vom VMDK, hängt die an die VM. Nö. Unser zickiger Proxmox macht das nicht. Ja, aber ich bin ja tippfaul und sage einfach hier, bevor ich mich vertippe bei vm-06-dis-0, habe ich mir einfach eine Disk angelegt, mache jetzt einfach einen Move, vis4 vmdk nach vm, überschreibe die stumpf. So. Und das Schöne daran ist an diesem Spaß, wir haben hier eine vmdk angelegt gehabt und die ist automatisch auch schon als Bootmedium drin, weil die haben wir ja schon angelegt, dass wir die hintenrum ausgetauscht haben. Hier merkt er gar nicht. Er zeigt auch immer noch 32G an. Mir doch egal. Die ist 100G groß. Es geht trotzdem. Das ist halt nur ein Anzeigefehler jetzt, weil er es nicht weiß, dass wir da geschummelt haben. Aber wie wir sehen werden, Windows startet. Weil wir IDE nutzen. Jetzt kommen wir zu so einer Einschränkung von Windows. Das kann ich auch gerne jetzt zeigen, sagt die Uhr. Ja, wir haben Zeit, das machen wir mal in Ruhe. So, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich hänge jetzt mal einen SCSI-Controller ein, dann startet Windows und kurz bevor er fertig ist, kommt ein schöner Bluescreen, kennen wir ja, im blauen Bildschirm, und sagt, Inaccessible Boot Device. Er kann aus Boot Device nicht zugreifen, weil er hat keinen Treiber. So, da gibt es ja schlaue Leute, die sagen, ach, warum mache ich das nicht vorher? Ich habe da auf vis4 meine Windows-VM am Laufen. Ich installiere schon mal die VirtuO-Treiber, die ganzen Tools, die ich für Proxmox brauche. Kann man machen. Ignoriert ja. So, ich habe da ein bisschen weiter geforscht und weiß, da fehlen ein paar Registry-Schlüssel dafür. So, also habe ich mir die Registry-Schlüssel alle exportiert. Importiert, bootet nicht. Also ein bisschen weiter geforscht. Ja, da muss man einen Wert ändern. Da gibt es dann einen Wert, der ist defaultmäßig auf 3. Da muss man nämlich den auf 0 setzen, dass er von booten darf, von diesem Treiber. Ändere ich den auf 0, dann haben wir, oh super, jetzt kann ich das machen. Habe ich gemacht, habe die Maschine konvertiert. Starte, der startet nicht. Gucke ich dann ins Image wieder rein, stellt die Registry wieder 3. Der überschreibt das an irgendeiner Stelle. Ich habe leider noch nicht herausfinden können, wie man das umgehen kann. Also müssen wir leider mit der Krücke leben, die wir kennen. Wir haben jetzt eine Maschine. Windows, die funktioniert mit IDE. Ist natürlich nicht so performant. Also machen wir jetzt einfach, wir fügen dem lieben Kind mal eine Disk hinzu mit einem SCSI. Da lege ich eine neue Disk an. Das ist auch vollkommen egal, wo die liegt. Ein Gigabyte, das ist vollkommen egal, wie groß die ist. So, Hauptsache, ich habe ein SCSI-Device. So, er muss mal einmal so ein Gerät gesehen haben. So, und dann gehe ich hin und sage, CD-ROM, da gebe ich, das editieren wir auch mal und da geben wir dem Windows mal die aktuellen VirtuO-Tools für Windows. Zack. Mhm. Kriegen wir das nicht groß? Ne? Nee. Zu viel, falsche Auflösung, okay. Wir kriegen das hin, dass wir was sehen. Kann man leider nicht ändern, schade. Müssen wir mit leben, dass wir scrollen müssen. Zack.
Dann installieren wir es einmal. Oder ich zeige es mal vorher, dass wir den Vorher-Nachher-Effekt haben. Den Gerätemanager einmal öffnen. Und da sehen wir hier PCI-Device unbekannt, SCSI-Controller unbekannt. So, und jetzt nehmen wir hier mal den Explorer, CD-ROM. Sag hier Doppelklick, installiere mal. Ja, wir haben natürlich die Euler gelesen. Kennen wir innen auswendig. Akzeptieren wir alles. Installieren einmal hier alle Treiber, die wir brauchen. Und wenn wir aufpassen, zack, zack, die unbekannten Geräte sind weg. Worauf ich jetzt nicht weiter eingehe, wo ich mal von ausgehe, wer so einen Server betreibt, der wird wissen, ich hatte vorher eine Netzwerkkarte unter vSphere und jetzt habe ich eine neue Netzwerkkarte. Das heißt, ich muss die Einstellung, die ich vorher auf meiner alten Netzwerkkarte hatte, die heißt mir jetzt anders, ne? Die Einstellung muss ich auch wieder neu übernehmen. Aber da, das ist, glaube ich, so Standard, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Nur mal zur Erinnerung, nicht vergessen. Nicht wundern, dass das Netzwerk nicht geht. So, aber wir sehen jetzt halt, okay, wir haben einen Disk-Drive. Das Unbekannte ist jetzt eine QEMO Harddisk SCSI und wir haben jetzt einen SCSI Storage Controller Red Hat BitGO SCSI. Ja, weil das QEMU, diese Emulation eines SCSI-Controllers, die kommt von Red Hat. Macht ja nichts. Und dann können wir das ganze Kind runterfahren. Oder das Schöne ist, wir jetzt, da die Tools installiert sind, ja, wir sehen hier die nicht konfiguriert, sagt er, okay, mache ich jetzt, aber Shutdown soll trotzdem gehen. Das heißt, er triggert das jetzt an das Windows, das weiß, okay, er ist schon runter. Das ging zu schnell. Okay, da, er hat gesehen, Shutdown kriegt auch ein Windows schnell hin. So, jetzt gehen wir wieder hin und sagen hier Hardware, die ist quasi null, schmeißen wir raus, brauchen wir nicht. Und die löschen wir auch gleich, weil die war nur als Dummy-Device da. Wenn ich einen größeren Server migriere mit mehreren Platten, hänge ich die zweite Platte eher als SCSI ein, dann reicht mir das auch noch runterzufahren, wieder hochfahren. Ja. Nachdem ich meine Bootplatte von IDE umgestellt habe, also auch Detach, Doppelklick, jetzt kann ich sagen SCSI, eine Boote trotzdem von dem Ding. Fast. Wenn ich hier sage, du sollst von SCSI booten. Ja. Der Klassiker wird gern vergessen. Ja. Warum nimmst du SCSI und nicht direkt VirtuaO? Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Warum SCSI und nicht VirtuaO? Früher war das mal so, dass VirtuaO schneller war. Inzwischen ist es so, dass SCSI ist ein VirtuaO SCSI und dieser VirtuaO SCSI Treiber, der neue, das ist gekommen, glaube ich, mit QEMU, keine Ahnung, welche Version, aber das ist inzwischen der modernere Treiber und der auch schnellere. Also wenn man Performance-Tests macht, früher war VirtuaO tatsächlich der schnellere, hat es gedreht, ist nicht mehr. Und VirtuaO wird auch langfristig, also mittelfristig oder langfristig raussterben. Das wird dann irgendwann ein VirtuaO SCSI sein, obwohl ich erwarte, dass aus dem VirtuaO SCSI wahrscheinlich auch irgendwann ein VirtuaO NVMe werden wird. Aber das ist Zukunftsmusik, schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Windows startet. Oh. Zack, da ist er. So, das war ja alles noch einfach. So, wir haben ja vorhin gesehen, Windows, SMB-Share, konvertieren. So, jetzt habe ich aber meinen Hyper-V und jetzt habe ich hier meine VIP-Maschine und wir machen es mal spannend und ich habe jetzt nur eine Harddisk dran, ja, ist ja langweilig. Oder wir machen die einfach groß, mehrere Terabyte, ist ja egal. Ja. Ja, Hyper-V zickt. Er weiß, er wird wegmigriert. Ja, und wie wird hier die jetzt? Wir machen mal Edit. Wir machen einfach aus der kleinen Disk eine große Disk und sagen, hier, das ist mein Riesenserver.
So, wir haben jetzt, da machen wir jetzt mal 2 Terabyte groß. So. 100 Gigabyte ist langweilig, wir machen 2 Terabyte. So. Das soll der Geiz. Okay. Und so, jetzt wollen wir so eine 2 Terabyte Maschine mal, nicht mal eben 2 Terabyte kopieren. Mal, das sprengt ein bisschen den Rahmen, glaube ich. So. Also geht es dann in Trick 17. Ich habe etwas mehr Downtime als bei vSphere. Ich mache einen Shutdown, um einen konsistenten Zustand zu haben und nehme dann meine Backup-Lösung der Wahl. Also ich nutze immer gerne Beam, weil man da schön tricksen kann. Ich habe das auch bei Kunden auch schon produktiv mit dem Synology Active Backup zum Beispiel gemacht, was auch viele im Einsatz haben im Mittelstand. Auch das kann eine NFS-Share zur Verfügung stellen, um da halt, wo man einen Live-Restore macht über NFS, in Beam. Also es gibt da viele Backup-Lösungen, die das können. Von daher, es gehen auch andere. So. Hier läuft sogar noch ein Instant Recovery von vorhin. Macht nichts. So. Und jetzt, da wir jetzt gerade runtergefahren haben, machen wir nochmal schnell ein Backup, ein finales. Einfach, dass man mit der inkrementell nochmal die letzten Änderungen abholt. Ja. Weil sonst haben wir das Problem, wir haben ein Backup in der Laufzeit gemacht und da war das nicht alles runtergefallen. Wenn ich die Datenbank offen hatte, ist die nicht, so, nicht im schlimmsten Fall nicht sauber konsistent. Und so, wenn ich runtergefahren habe, habe ich einen sauberen, runtergefahrenen, konsistenten Zustand und diesen möchte ich ja gern rüber haben. Also ein finales Backup muss sein. Da ich aber schon ein Full Backup habe, macht er nur noch inkrementell die kleinen Änderungen seitdem. Das ist nicht viel. Das, was am längsten dauert, ist hier, dass ich initiiere das Ganze. Während der hier vorbereitet, erzähle ich mal noch einen Schwank aus der Jugend. Wien hat irgendwann mal in Version 9.5, Update 4, Security eingeführt. Wenn ich jetzt einen Instant Restore gleich mache auf einen ASX-Server, wo er einen NFS-Share bereitstellt, haben die eine Security eingeführt, dass man nur dieser eine Server, dieser eine IP, darauf zugreifen kann. Da gibt es einen Knowledge-Base-Artikel von Wien. Google weiß das, kann man mich fragen. Ich glaube, das war die Artikel 42.44, auf jeden Fall habe ich schon öfter nachgeschaut. Man setzt einfach in der Registrie einen Key und schaltet die Security wieder aus, dass man mit anderen IP-Adressen auf denselben Share zugreifen kann. Das muss man einmal auf dem Server einmal machen. Das geht auch ohne Neustart einfach setzen. Man muss einmal einen Dienst neu starten, das war's. Steht in dem Troubleshooting-Guide beschrieben. Vorbereitende Maßnahme, sollte man vorher tun. Dann funktioniert das auch, dass ich mir den NFS-Share, den ich gleich erzeuge, einfach klaue auf meinem Proxmox. Oh. Wenn ich jetzt gleich einen Restore mache, der Restore sieht so aus, dass ich eine Hyper-V-Maschine habe und da einen Instant, also einen Live-Restore, wo ich direkt aus dem Backup starten kann, die VM, auf einen ASIC-Server mache. Bei Wien kann das mal eben im laufenden Betrieb ummodeln, mach mal aus einer VMDX-File, womit Proxmox bei mir nicht umgehen kann, machen die on the fly eine VMDK, womit Proxmox arbeiten kann. Jetzt sagen wir, oh, wir migrieren davon Hyper-V zu Proxmox, wir haben da gar keine ASICs. Ja, kein Problem. Ich hätte was vorbereitet. Also wenn man nämlich keinen ASIC-Server hat, man muss ein paar Kleinigkeiten beachten bei der virtuellen Hardware. Ne? Also ich empfehle dann, den Paravirtual SCSI von VMware zu nehmen, VMware-Treiber und so weiter. Und Netzwerk-Device muss man auch aufpassen. Da nimmt er auch nicht alle. Deswegen, weil man einen ASIC-Server virtuell auf ASIC betreiben kann, das funktioniert für Testzwecke, wähle ich da immer die VMware-eigene Hardware aus. Dann funktioniert das, auch auf Proxmox. Wunderbar. Dann nehme ich ein bisschen ASIC, installiere mal schnell einen ASIC hier drauf. Der muss auch keine Leistung haben, gar nichts. Der ist wirklich nur da als Gerät, was da sein muss im Netzwerk mit einer IP-Adresse, wo er einen NFS-Mount machen kann. Wenn er das erfolgreich abschließen kann, mehr braucht er nicht. Der macht, der arbeitet sonst nicht. Der muss nur da sein. Und da, wir sehen, hier haben wir ASX, zack, 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 ist er oben. So. Wir schauen mal, also Backup durch. Ach, ah ja. Shit, wir haben ja vergrößert auf 2 Terabyte. Jetzt dauert das Backup ein bisschen länger. Wir machen dann einfach Trick 17. Wir haben ja gesehen, wir machen das finale Backup mal eben schnell. Aber ich habe ja mehrere Backups hier drauf. Wir restoren einfach ein anderes. So, dann machen wir mal einen Restore. Gehen wir mal
Ja, es gibt viele Wege, die führen nach Rom. Wir nehmen, um sicherzustellen, dass ich jetzt nicht das, was gerade noch läuft, benutze, gehe ich einfach hier hin und sage, okay, hier, nehmen wir diese wilde Maschine. Oder mein Linux von mir aus. Was haben wir hier? Hier läuft noch eine Recovery Linux. Ja, wir nehmen jetzt mal den Windows, den ich hier schon mal gebackupt habe, für die Demo, die wir vorhin hatten, oder für den Workshop, den wir hatten. Und restore das Ding einfach mal. So, und hier machen wir sagen, okay, wir machen Instant Recovery, das ist ganz wichtig, ja, weil wir live starten wollen. Und dann bietet uns Veeam halt den Trick an, macht das zu vSphere, obwohl das ein Hyper-V-Backup ist. So, dann diese VM, klar, haben wir gerade ausgewählt. Und dann sage ich, okay, wohin möchtest du es haben? So, das ist jetzt der virtuell geboolt, das ist mein anderer ESX, das ist vollkommen egal, ich brauche nur irgendein ESX auswählen. Da muss im Netzwerk erreichbar sein, dass er einen NFS-Mount machen kann. Dann mountet er dem einen NFS-Data-Store. Ich nehme mal den anderen, weil da können wir uns das gleich anschauen. Das sind mehr Standardeinstellungen, kein Malware-Scan, gar nichts. Ganz wichtig, nicht einschalten. Sonst fängt nämlich direkt an einzuschalten und das Ding hochzufahren. Das wollen wir gar nicht. So, dann startet er eine Restore-Session. Und wir schauen mal auf unseren ESX-Server. Und der hat hier einen Datenspeicher, Veeam Backup unterstrich Veeam. Also das Ding heißt immer Veeam Backup unterstrich und dann der Servername. So, mein Veeam Server ist Veeam. Ja. Ja, ich hätte auch Backup nennen können, dann hieß es Veeam Backup Backup. Also das hinter dem Underscore ist immer der Name des Servers. Also von daher muss man das auch nicht rauskopieren. Das ist halt immer Schema gleich. Und da liegen dann halt meine Restore-Punkte drauf. Und jetzt, wenn er fertig ist, mein Veeam Registering VM, ne? Das heißt, er hat jetzt den NFS-Share schon, der Weise hat er geprüft, der existiert schon. Und jetzt hängt er die VM, zack, da sehen wir schon, Hyper-V-Win. Ja, hat er eine Hyper-V-Win-Maschine, die ist jetzt hier nur reingemountet, als VM angelegt, macht er automatisch, wollen wir nicht nutzen. Aber wir wissen, er ist fertig, wir können es nutzen. Dann geht man ganz dreist auf Proxmox. Achso, ich habe vergessen, eine neue Maschine anzulegen. Holen wir mal schnell nach. Eine VM, das ist jetzt hier Win. Zack, der Klassiker. Windows, nichts installieren. Zack. So, brauchen wir nicht, Weiter. Da machen wir auch EDE und legen das dann auf unseren Veeam. Das habe ich glaube ich jetzt nicht gezeigt, genau. Das zeige ich nochmal. Diesen NFS-Share habe ich vorher angelegt mit einem da ist irgendwo ein Mount. Hier. Mount-T NFS, das heißt, wir mounten da einfach hier ein Veeam-Backup nach /mnt/veeam. Ja. Normalerweise könnte man das über die Proxmox-GUI machen, hat bis 7.0 funktioniert, seit Proxmox 8 funktioniert es komischerweise nicht mehr, wenn der NFS von einem Windows kommt. Warum, weiß ich nicht, er zickt dann halt rum, also machen wir es einfach auf Kommandozeile, funktioniert und dem Proxmox bringe ich das Ganze bei, indem ich sage, komm, mein lieber Proxmox, du hast jetzt ein Directory, dann zeigt er mir das auch an. Das ist kein Problem. Und auch hier, ich bin ja faul, lege mir eine VMDK an. Zack, bisschen CPU, bisschen RAM. Oh. So, das ist die 107. So, und jetzt beginnt das Desaster. Warum alle anderen im Internet nichts darüber schreiben und nicht weiterkommen. Ja. So, hier haben wir mal CD Hyper-V. Nee. Das haben wir vorhin schon mal gehabt. Deswegen ist mir taucht nämlich der Unmount und der Mount auf.
Da habe ich auch noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Mach mal Unmount, wir schmeißen das mal kurz weg. Und ein. Ich mounte das nochmal drin. Du bist in dem Verzeichnis drin. Unmount hat nicht funktioniert. Achso, stimmt, hast du recht. Funktioniert nicht, solange ich noch drin bin. Achso, für alle, die es noch nicht kennen, wenn ich History kennen ja viele noch. Ja? Man guckt so, was habe ich mal irgendwann getippt. Und wenn ich halt so viele Sachen habe, irgendwann mal getippt habe und ich möchte einfach einen Befehl nochmal ausführen, merkt mir die Zeilennummer, mache einfach Ausrufezeichen, die Zeilennummer und dann macht er dasselbe nochmal. Für die Tippfrau, ne? Ist ja faul. Und wenn man zum Beispiel was vergessen hat, zum Beispiel hier sudo vorzuschreiben, bei Ubuntu zum Beispiel, dann mache ich einfach sudo, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, dann macht er einfach das letzte Kommando nochmal mit als sudo. So. Wer es noch nicht kennt, ich war auch froh, dass mir jemand erzählt hat. Ich kannte es früher auch nicht. So, jetzt haben wir das mal gemacht. Dann machen wir mal cd wien. 10 zu 4. Naja. So, schon ist der Hyper-V-Win da. Also, muss man anscheinend jedes Mal neu mounten. Ja. Aber funktioniert. So, jetzt machen wir, gehen wir mal in den CT Hyper-V minus Windows. So. Und hier habe ich jetzt schön VMDKs. Ja. Habe ich das gehört? Disk 0 VMDK und eine Disk 0 Flat VMDK. Das heißt schön Veeam für uns produziert. Jetzt haben wir aber ein ganz blödes Problem. Veeam stellt es ja aus einem Backup zur Verfügung. Ich kann jetzt keinen Move machen, schiebt es in einen anderen Ordner. Das funktioniert nicht. Ja, wir sind ja auf den Kopf gefallen. Wir wissen ja, jetzt kommt das zum Glück zum Tragen, dass wir einen Description-File haben und einen Flat-File, wo die Daten sind. Also kopiere ich mir einfach nur mein Disk-Null nach 107, war es, glaube ich, ne? Nee. Moment. Was man sich merken kann, muss man nachgucken. Ja. Ja, okay, ja, ich bin. So, kommt jetzt nur nach slash 107. Ach ja, genau. Den Tab hat er nicht gefunden. Ach, genau. Der hat nämlich mehrere, der hat ja auch Snapshots angelegt, deswegen muss ich einen Punkt machen, dann macht er Tab. Okay. So, schiebe die Disk oder kopiere mir mal die Disk 0, nur die Beschreibungsdatei in den Ordner Images 107. So, dann gehen wir da auch mal hin. Und wir sind ja wieder faul und dreist. Jetzt machen wir wieder Move Disk 0 nach VM. Überschreiben die alte Disk, die war eh leer. So. Und jetzt kommt das echte Voodoo. Jetzt machen wir Voodoo. Jetzt editieren wir uns das Ding mal. So, so ein Description-File ist ja ein Descriptor-File, ganz einfach. Ne? Was für eine Version, ne? Was für ein Typ ist das? Und dann kommt hier irgendwo ein Extens. Ne? Also so eine Datei kann aus mehreren Extents bestehen. Anderes Thema. Wir haben ja eh nur einen Extent. Ja? Und da steht halt Disk 0 Flat VMDK. Die liegt hier aber nicht. Ne? So. Ja, dann müssen wir es halt. Ich tippe ja nicht gern. Also kopieren wir uns das Ganze mal. So. Also gehe ich in diese Beschreibung und sage hier in den Anführungszeichen, das Ganze liegt ja nicht hier, sondern in einen Ordner runter, sind wir in Images, nochmal einen Ordner runter, sind wir dann entweder in dem Root, in unserem Beam. Und jetzt machen wir dann so ein Slash zu viel, zack. Und noch ein Slash, so. Also wir gehen zwei Ordner wieder runter, gehen in diesen Ordner Hyper-V-Win rein und da liegt ein Disk 0 Flat, das ist meine Disk. Sage ich mir einfach nur. Ich sage einfach nur, zeig woanders hin. Machen wir ja, bopp, fertig. So. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit, achso, hier wollte ich hin, ja. 107, wenn, so, jetzt, ich möchte mal was zeigen. Wenn ich jetzt einschalte, wird da was Schönes passieren.
Wir kriegen eine Warnung. Ja, das ist richtig. Weil diese Disk, dieses 100 GB groß, aber ich habe auch eine Hardware angelegt, 32G. Und da hier noch 32G steht und er aber einen Descriptor-File liest, also er liest keine normale VMDK ein, wo ihm das egal, sondern er liest einen Descriptor-File ein, was auf einem anderes Flat zeigt, prüft er das ab und stellt fest, die Größe passt nicht. Ja, ignorieren wir, wissen wir. Er nutzt trotzdem das Korrekte. Also es funktioniert alles. Er warnt uns nur, Achtung, hier stimmt was nicht. Deine Config sagt was anderes als physikalisch vorhanden. Ja, also vollkommen normal, funktioniert. So. Und dann installieren wir wieder die Visual Tools, ändern den SCSI-Controller und so weiter. Und wir arbeiten ja immer noch auf Veeam Backup. Ja, kein Problem. Ne? Und dann gehe ich einfach hin auf meine Hardware, sage, okay, hier meine Harddisk, die liegt jetzt auf Veeam, auf meinem Share, da soll die weg. Also sage ich einfach im laufenden Betrieb, schiebe mal woanders hin. Ich möchte gerne Data haben. Delete Source bitte nicht machen, weil dann zickt mich Veeam an. Da macht jemand verbotene Sachen. Einfach lassen. Weil sobald ich einen Unmount mache, Veeam oder diesen Instant Restore stoppe, killt er die Daten sowieso, was da erzeugt wurde. Und jetzt move da einfach, ganz einfach, die Disk im laufenden Betrieb, während das Windows läuft, einfach auf meinen Zieldatenspeicher und ich habe migriert. Und das geht halt mit 100 GB, das geht aber auch mit den Terabytes. Mal eben. Wenn ich mehrere Disks habe, muss ich für mehrere Disks machen in einem VM. Ein bisschen manuell ist es halt, aber solange es kein fertiges Tool gibt oder jemand sich breit erklärt hier, er hat Programmierkünste, ja genau. Du kennst Kimo Image. Kimo Image erstellt dir Copy and Write Files von einer VHDX-Datei in ein VMDK-File. Das muss ich mir mal zeigen. Also, sprich, ja. Du kannst aus dem Copy and Write VMDK verweisen. Okay. Damit sparst du dir das hier. Also, hier gibt es jemanden, darauf habe ich auch gehofft, dass mal jemand schlauer ist als ich, mehr Ideen hat. Ich nutze einfach nur das Wissen, was ich habe. Weil ich halt aus der VMware-Welt komme, weiß ich, das Skriptor-File, ändere ich einfach einen Pfad und fertig. Ja. Es gibt halt auch noch ein anderes Tool, was mir eine VHDX, das Microsoft-Format, was proprietär ist, einfach on the fly in einen VMDK-Pointer am besten umbaut. Da hoffe ich auch mal auf Input. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht sogar noch einen schnelleren Weg zum Migrieren. Ja, also, Dankeschön. Wir müssen mal ein bisschen in Kontakt bleiben. Gibt es wahrscheinlich beim nächsten Mal noch eleganter. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, haben wir geschafft.